Ciao ragazzi, come va? Also heute machen wir eine Übung zum bestimmten und unbestimmten Artikel. Ich werde euch so einen kleinen Text vorlesen mit einem Lückentext und in die jeweiligen Lücken sollt ihr euch entscheiden, kommt da der bestimmte Artikel oder der unbestimmte rein, weiblich, Singular, Plural, wie auch immer. Ich werde euch in der Videobeschreibung nochmal einen Artikel verlinken, wie man den bestimmten und den unbestimmten Artikel im Italienischen bildet. Da gibt es auch vor allen Dingen beim unbestimmten Artikel im Plural, den gibt es im Deutschen nicht. Von dem her lohnt es sich, vielleicht den Artikel nochmal anzuschauen, wenn euch das nicht mehr so geläufig ist. Und ansonsten, ja, probiert es einfach mal aus und schreibt mir eure Lösungen direkt am besten unter die Kommentare. Questa sera c'è piccola festa a casa di Anna. Lei ha invitato suoi colleghi e amici. Lei ha organizzato evento per occasione speciale. Anna e marito Paolo hanno comprato nuova macchina. Loro amano macchine e macchina usata, però è buon investimento. Anna e Paolo sono esperti quando si tratta delle macchine. Io devo ancora comprare regalo per loro, però ancora non ho idea. Ja, also in diesem Text sollt ihr in die Lücken entweder den bestimmten Artikel, den unbestimmten Artikel oder eventuell auch mal gar keinen Artikel einsetzen. Das sollt ihr selber entscheiden. Wie gesagt, ich verlinke euch hier nochmal einen Artikel, wie man den bestimmten und unbestimmten Artikel im Italienischen bildet. Und ich werde euch auch noch mal einen Link reinpacken, wo ihr euch die Übungen nochmal anschauen könnt auf meiner Seite mit den Lösungen. Also schreibt mir am besten auch eure Lösungsvorschläge in die Kommentare rein. Dann schauen wir mal, wie gut die bestimmten und unbestimmten Artikel sitzen. Und dann geht es nächste Woche weiter mit einer anderen Übung. Ci vediamo presto, ragazzi. Ciao, ciao.